Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Leuchtenstein. Da wollten wir eigentlich nicht hin. Ich wollte lieber auf diesen Turm hoch. Habe ich mich jetzt hier schon mal wieder verlaufen oder keine Ahnung. Auf alle Fälle bin ich hier falsch. Hier ist der Eingang gewesen. Wir sind doch hier lang oder sind wir nicht hier lang? Hier waren wir. Dann sind wir doch hinüber oder nicht? Nein, wir müssen hier hoch. Da müssen wir auf, genau. Da waren wir oben. Da können wir jetzt auch hier lang gehen. Wo wir also jämmerlich abgestürzt sind. Die Kollegen, die hier waren, die sind weg. Wir sind aber vorhin. Schauen wir erstmal hier lang, ob hier irgendwas ist. Nein, hier scheint nichts zu sein. Also gehen wir erstmal wieder zurück. Und laufen wir. Da oben leuchtet es nämlich rot. Und da wollten wir eigentlich hin. So, hier hoch. So, und dann sind wir hier hoch. Star Hagen. Treppe. Oder kommen wir hier hoch? Ach, bin ich doch glattweg wieder hier runtergestürzt. Ach. Gut, nützt ja nichts. Aber dieselbe Dummheit wieder begangen. Also, wieder zurück. Von zum Tor rein. Ich mache hier mal einen kurzen Cut. So, meine Freunde, ich bin wieder hier oben. Zum nächsten Absturz. So, jetzt dort auf. So, und jetzt hier hoch. Ich will dort unten rein. Da ist irgendwas. Das ist ein Buch. Also, das wird noch nichts mit dem Kessel zu tun haben. Aber da kann es natürlich die Hinweise dazu geben. So, hier oben waren wir doch schon. Oder waren wir noch nicht hier oben? Doch. Hier oben die Truhe haben wir aufgemacht. Das Buch haben wir gelesen. Wir müssen, glaube ich, mehr hier rüber. Da unten ist noch mal eine Flamme. Rückwärts, runter. Da ist es ja aber dunkel. Habe ich zumindest mal eine Fackel dabei. Ja. Bomben, habe ich Bomben dabei. Ich hatte doch... Ja, hier. Hier habe ich Bomben. Die bringen aber auch nichts. Die bringen aber auch nichts. Irgendwie müssen wir doch dort unten reinkommen. Also.
ist unser Altar. Also, da werden wir mal versuchen, hier rüber zu fliegen. Kennen wir uns auf alle Fälle erholen. Hinlegen, Waffen reparieren. Genau. Hinlegen, Waffen reparieren und dann neuen Anlauf nehmen dort rein. Auf, mein Freund. Alles repariert. Gut. Also, weiter geht's. Nach Leuchtenstein. Wir gehen jetzt hier lang. So. Ja, Standort oben. Auf alle Fälle müssen wir irgendwo nach oben. Ich denke mir, in dem Turm, wo wir bisher waren, da ist nichts. Ist nicht so, so pralle, denke ich mir. Was ist hier drin? Hier ist gar nichts. Oder kommen wir hier auch irgendwo lang? Auf alle Fälle ist hier eine Truhe mit Heiltrank. Nehmen wir mit. Erderblüten. Das geht nicht auf. Jetzt sind wir wieder im Miasma. Das scheint ja auch nicht aufzugehen. Also, wieder zurück. Das scheint ja nicht der richtige Weg zu sein. Also, müssen wir mal hier hinten rum, oder? Ja, hier geht's, oder? Kommen wir hier hoch? Jawohl, ich denke schon. Nein, da will er nicht so richtig. Aber hier, komm, hoch! Die hat uns das bisher auch nicht gebracht. Nee, hier wird's auch nicht so richtig. Oder stelle ich mich zu dumm an? Nein, nein, nein. Hier außen rum. Hier muss es ja noch irgendwo einen weiteren Weg geben, hier reinzukommen. Na bitte, hier kommen wir doch rein, oder? Oh, was war denn das jetzt hier? Eine Bombe hat hier irgendjemand gezündet oder was? Krämerplatz. Oh. Aha, da unten. Eigentlich wieder mal was essen. Die 5, die 6 und die 7. Wo muss doch dieser Bombenschütze sein? Ah, hier unten, da ist irgendwas los. Ach, hier drüben ist er.
Der ist gefallen. Und jetzt ist er noch hier unten mit den großen Hackebeilchen. Der mag uns nicht. Da hinten ist doch einer. Ich ruhig dort fest. Den hat es zerlegt. Gut. Och, was ist denn jetzt? Oh. Was ist denn das jetzt wieder für einer hier? Kriegst doch die Motten! Die wollen es aber mit uns. Die treiben es aber mit uns. Ehrlich. Da hauen wir aus dem Frühstück rein. Die treiben es aber mit uns. Obwohl wir haben Stufe 25. Aber die haben irgendwie viel stärkere Waffen als wir. Da hat das alle viel genützt, dass ich ja gemetzelt habe wie ein Meister, bloß um die höhere Stufe zu erreichen. Ach, das ist schon eine scheiß Blume, die hier so spuckt, die so einen Krach macht. Da ist noch eine. Die schießen so ein Zeug. Was sind denn das wieder für Dinger? Ach, mit ihrem Miasma-Sack. Und da ist noch so ein Miasma-Sack hier drin. Flachs, nehmen wir mit. Ich glaube, ich muss jetzt auch erstmal noch da dort ist noch so eine Scheißblume. Sorry, aber es ist so. Weg ist er. Muss noch bloß noch den Kollegen finden, der uns jetzt hier abgeschlachtet hat. Den müssten wir ja jetzt eigentlich von hier irgendwo da unten treffen, oder? Das haben wir aber Schwein gehabt, ehrlich. Was sind denn das für Typen? Ah, eine Miasma-Wurzel und ich habe keine Axt dabei. Da hinten ist mein Todespunkt. So, jetzt müssen wir erst mal sehen. Wo soll ich denn da drüben? Ne, wir gucken erst mal, wo der Kollege ist. Dass der jetzt Wetter aufschlägt hier, wenn wir unser Zeug da drüben holen. Ich kann es bloß probieren. So, weg jetzt hier.
war der Brut-Donnerkopf, den wir brauchen, oder? War das der? Für die nächste Stufe. So, hier geht es auf alle Fälle mal durch eine Tür. Hallo, ist da jemand da? Ne. Hier gibt es aber auch nichts. Was soll ich denn hier hin? Ne? Irgendwo ein versteckter Raum oder sowas? Ne. Jetzt wieder was zu lesen ist, wäre ich bald in die Falle getappt hier nach unten. Hier ist doch eine Tür. Aufmachen. So, was haben wir denn hier wieder? Wahrheit oder Pflicht? Claudi, wie wäre es mit ein wenig Unfug? Wir treffen uns heute Abend bei im Juno und Rigi in der Kellerbucht. June will die Laterne ihres Vaters stehlen, damit wir beim Einbruch der Dunkelheit dort ankommen. Ich weiß seit letztem Sommer, wie man an den Wachen vorbeikommt, also keine Sorge. Rigi sagt, er wird ganz laut schreien, um in der Bucht alles auf sich aufmerksam zu machen und die Echsenkreaturen herauslocken. Aber ich glaube, er wird sich nicht trauen, er ist ein Feigling. Klettere um Mitternacht aus dem Fenster, wenn du dich traust. Ich habe ein paar Laternen für dich draußen gelassen und Snacks haben wir auch. Oder sag Rigi, dass du ihn magst. Das wirst du aber auch alleine nicht. Was? Das wirst du aber auch nicht. Du bist auch so ein Angsthase. Alles klar. So, und was hat uns das jetzt gesagt? Keine Ahnung. Standort oben. Ist ja hier auch eine Riesenstadt. Das ist jetzt die Frage. Wo finden wir... Ah, bist du wieder gestürzt? Wird doch nicht aufgepasst, hä? Da muss doch was hier oben sein, oder? Nee, da muss was sein. Jetzt bin ich hier hinten gefangen, oder? Komme ich hier wieder raus. Ist hier irgendwas zum... Na. Ist doch keine Tür und nix. Wie kommen wir jetzt hier raus? Jetzt haben wir uns hier einmanövriert. Du wirst doch hier hochkommen. Gibt's doch nicht. Jetzt sind wir hier oben. Sehen, dass wir hier oben wieder rauskommen. So, also draußen sind wir wieder. Das hat uns ja eigentlich sehr, sehr viel gebracht hier. Da unten ist auch wieder was zum... So. Krämerplatz, da waren wir doch schon einmal. Da drüben waren wir auch schon drin, oder? Nee, keine Ahnung.
Wir müssen überall, wo wir waren, die Türen offen lassen. Das wird das Beste sein. Nägel, nehmen wir mit. Also, wenn wir heute hier nicht zum Erfolg kommen, da reisen wir erst einmal wieder nach Hause. Was ist das? Miasma? Miasma-Licht, warum denn das? Ich habe doch jetzt hier kein Miasma. Rucksack voll. Ach, was haben wir denn wieder drin? Diesen Gummipilz, den Kerl. Was ist denn das überhaupt? Minus 45 Ausdauer. Ne, den haben wir nicht. Löschen. So, was haben wir denn mit den Stiefeln? Die Stiefel kann man ja auch anziehen. Die haben wir doch schon wieder Pflanzenfasern, die hauen wir raus. Und das ist der Brut-Donner-Wüstling-Kopf. Ich hoffe, dass das der richtige ist, den wir nachher zum brauchen, um weiter aufzusteigen. Diese Ziegel, die können wir mitnehmen. Das war doch hier Miasma-Holz, oder? Miasma-Holz. Das ist nichts weiter. Ist das der Turm, wo wir vor uns oben waren? Nein. Nein, das ist nicht der Turm. Oder doch? Er schießt jetzt schon wieder. Ach, hier hinten ist so ein Spitzkopf. Hey, mein Freund. Hier so nicht schön. Weg. Und jetzt müssen wir da unten noch diese Blume wegballern. Und diesen alten Sack hier. Diesen Spritzesack. Den haben wir auch weg. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Holen uns den Krempel hier. Oh, hier ist auch ein die Fässer da hier rumstehen, wenn sie nicht in die Luft fliegen, frage ich mich. Hier ist noch wieder was zu lesen. Lesen. Gestern ist der Fluss übergelaufen. Es ist einfach über den Bordstein gestiegen und bis zum Platz geschwemmt. Die sonst sanften Wellen des Flusses schäumten an der großen Treppe. Eine heftige Flut, sagten sie. Flussaufwärts muss ich eine Blockade gelöst haben. Aber ich bin anderer Meinung. Das Wasser schmeckt anders. Es peitscht gegen unsere Außenmauern und steigt immer weiter. Während der Herrschaft von König Erlands wäre das nie passiert. Unser Königreich wird unter Romander zerfressen. Wir sind schwach geworden.
Wir warten hier erst einmal das Ding zerknallen hier. Wieso gehen die jetzt nicht kaputt, die Fässer? Jetzt! Rums! Das wollen wir erstmal durchsuchen hier. F. Nägel, die nehmen wir auf alle Fälle mit. Das Holz, nehmen wir das mit. Ich glaube nämlich fast, dass wir erstmal wieder nach Hause reisen, um unser Zeug alles abzulegen. Ne, Stofffetzen brauchen wir jetzt nicht. Aber können sie ja rausschmeißen, das ist ja nicht das Problem. Erstmal Sporen, die nehmen wir auf alle Fälle mit. Alle Fälle sehen, dass ich mir noch ein paar Pfeile mache. Aber ganz normale Holzpfeile brauche ich Stöckchen. Was ist da drüben? Wir werden erst einmal. Haben wir hier irgendwas, was uns interessieren könnte? Sieht nicht danach aus. Hafen. Da unten ist doch Lava, oder? Böse Falle. Ah, ich gehe erstmal dorthin, wo ich mir sicher bin, mein Freund. Das alte Viehzeug. Unten blubbert doch überall die Lava. Vorsicht, wenn wir hier öffnen, nicht, dass wir irgendwie nach unten stürzen. Sieht hier aber nicht danach aus. Ist hier irgendwas? Ne. Was ist denn das jetzt wieder? Oh, das ist auch wieder ein ganz großer hier. Dann bleib schön vor der Tür stehen, komm mal, Freund. Der will hier rein. Der will uns mit seiner langen Kieke erwischen.
Da kommen noch zwei, drei Schüsse. Ist da noch mal so ein Blutkopf. Jetzt ist er zerflogen. Oh. Hier ist er doch wieder. Noch so ein Irrwicht. Hier noch so ein Brutkopf hier. Was ist denn das? Keine Ahnung. Nehmen wir erstmal alles mit. Rucksack voll. Was kann man mit? Ach, das kann man nicht mitnehmen. Da schauen wir jetzt erstmal halt raus hier in unseren Rucksack, was wir da lassen. Zwei von diesen Köpfen haben wir. Guck an. Was können wir da lassen? Diese Handschuhe brauchen wir noch nicht, oder? Handschuhe des Bogenschützen, die brauchen wir nicht, die haben wir. Löschen. So, und da schauen wir mal, was der hier drin hat. Ach, ein Leuchtzauberstab. Episch. 32 Schaden hat der. Feuer. Also den nehmen wir mal mit. So, meine Freunde. Ich würde jetzt nämlich sagen, wir sind schon wieder hier beim... Können wir hier auch so ein Altar herstellen? Ich glaube es nicht. Haben wir überhaupt so viele Steine einstecken? Wir könnten ja noch einen aufstellen. Aufpassen, nicht, dass wir hier irgendwo in eine Falle tappen. Oh, noch zum Abschluss noch eine Truhe. Kettenblitz. Machen wir mit. Da haben wir schon welche. So, jetzt, wenn ich jetzt Steine hätte, habe ich Steine einstecken. Nein, natürlich haben wir keine Steine. Da hätte ich das probiert, ob wir hier uns eine Flamme. Da unten ist doch noch so ein Spinner. Steine kriegst du hier keine. Ne, da ist nicht, um Steine ranzukommen. War denn hier noch etwas, dass wir hier hochkommen? Ne, war auch nichts. Da ist nichts und da war nichts. Wisst ihr was? Wir reisen jetzt erst einmal zurück an unsere in unsere Base. Wir müssen auf alle Fälle, haben wir hier eine, was ein Refugium der Flamme, haben wir auch hier. Wir haben doch hier draußen ein Altar aufgebaut. Da unten ist er. Krämerplatz. Ein verstreutes Erbe. Und was ist das hier? Da ist der Kessel irgendwo. Der muss hier in der ganzen der Nähe sein, alles klar. Leuchtenstein, alles klar. Wir legen das als Wegpunkt. Trotzdem reisen wir jetzt erst einmal wieder nach Hause. Da können wir nämlich erst mal wieder ausräumen. Müssen wir ja auch ausräumen. Den anderen. Ich bin gerade am Überlegen. Welchen zu Hause? Was ist denn das für einer? Schrein der Flamme. Weizlo. Oder hier oben. Samets von. Nee, den können wir wegmachen. Wir reisen erstmal hier hin. Haben wir denn noch irgendwo eine Flamme, die wir nicht brauchen? Das ist an den Katakomben, da wollen wir noch mal rein. Also, wir reisen erstmal hier hin, Schnellreise nach Weizlo. Dort nehmen wir den Altar weg. Wir haben zwar 6 Stück, aber wir müssen es ja nicht überall übertreiben und überall Altare aufstellen. So, den tun wir jetzt erstmal deaktivieren. Diese Flamme tilgen. Flamme tilgen. So.
So, meine Freunde, ich tilge hier die Flamme, reise zurück nach Hause, räume mein Zeug aus und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es wieder nach Leuchtenstein. Mal sehen, was wir da oben so verrichten können. Also das wird bestimmt noch 2-3 Folgen in Anspruch nehmen, Leuchtenstein. Oder ich muss etwas zusammenschneiden. Ich glaube, ich werde das auch machen, dass wir nur die Highlights in Leuchtenstein uns anschauen. Alles klar, ich reise jetzt nach Hause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage nochmal Tschüss.